Moin, Yannick und ich begrüßen euch heute direkt von den Salzwiesen hier in Halesiel. Im Moment finden die 9. Zugvogeltage im niedersächsischen Wattmeer statt. Wir treffen heute Bernd Uwe Janssen, das ist ein Buchautor und ein ganz besonderer Vogelkenner. Er kennt zahlreiche Arten von den Vögeln, die zurzeit hier in Halesiel Rast machen auf ihrer Reise nach Afrika. Die erste Gans wird natürlich irgendwann müde, die hat ja diesen Effekt nicht. Ja. Was macht sie? Wechseln. Ich zur Seite raus. Raus. So, dann bist du jetzt die Führungsgans. Das ist die, die wechseln sich einfach ab. Ich darf euch Herrn Janssen vorstellen, das ist ein echter Vogelkenner. Sie haben sogar Bücher über die Zugvögel verfasst. Wir stellen uns natürlich die Frage, wo kommen die Vögel her und wo fliegen sie hin? Ja, das kann man so generell ja nicht beantworten, aber die meisten Vogelarten, die bei uns im Wattenmeer überwintern oder auch kurzfristig sich aufhalten, die kommen aus Skandinavien, aus Island, Grönland und aus Sibirien. Okay, und warum ist gerade das Wattmeer der ideale Rastplatz? Ja, vor allen Dingen für die Bartvögel mit ihren langen Schnäbeln ist das Wattenmeer ein ganz idealer Nahrungsraum. Die finden dort reichlich Würmer, Muscheln, Schnecken, Krebse, um sich hier einen Treibstoffvorrat in Form von Fett anzufressen, mit dem sie dann die nächste Etappe gut und sicher überstehen können. Kann man in Zahlen ungefähr abschätzen, wie viele verschiedene Vogelarten fliegen hier vorbei? Oh, da bin ich jetzt überfragt. Das kann ich so nicht beantworten. Okay, und was würden Sie unseren Gästen empfehlen, wenn sie selber mal Vögel beobachten wollen? Wann ist die beste Zeit dafür und was sollte man dabei haben? Ja, dabei haben auf jeden Fall ein Fernglas. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Ich empfehle bei Ferngläsern und bei Optik nicht zu sparen, lieber ein bisschen mehr auszugeben. Das rechnet sich auf jeden Fall. Im Küstenbereich ist der günstige Zeitraum etwa 2 Stunden vor Hochwasser. Man kann sich dann gemütlich irgendwo hin hocken, hinsetzen und dann darauf warten, dass die Flut einem die Vögel vor die Linse treibt. Okay. Bei Niedrigwasser ist ungünstig, dann sind die Vögel weit draußen im Watt, dann sieht man wenig. Und bei auflaufender Flut hat man die größte Chance, die Vögel zu beobachten. Okay, dann vielen Dank, dass wir mitkommen durften auf die Tour. Ja, und gerne. Wir hoffen, Herr Janssen konnte euch einige interessante Fragen beantworten. Okay, vielen tschüss. Dank. Ja, Jan und ich hoffen, dass wir euch die Zugvogeltage in Halesiel etwas näher bringen konnten. Vielleicht haben sich einige von euch ja auch kurzfristig entschlossen, bei uns noch vorbeizuschauen. Und wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.